Bevor das Video startet, meine Freunde, morgen gibt es ein richtig krasses XXXXXXL Gewinnspiel, Leute. Ihr könnt wirklich coole Sachen gewinnen. Es ist für jeden was dabei. PlayStation oder PC, Xbox, völlig egal. Schaut morgen das Video an. Ganz, ganz wichtig. Und hinzu, Leute, checkt meinen Partner aus. Kinguin günstige PSN-Cards und so weiter. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Peace, Freunde, was geht? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video, meine Freunde, habe ich richtig, richtig coole neue Skins dabei, die jetzt in der nächsten Zeit in der Season 5 kommen werden. Und heute, Leute, habe ich auch wieder drei frische Kommentare dabei. Erstmal, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Gerne auch ein Abo da lassen, kostenlos, um nichts mehr über Fortnite zu verpassen. Und aktiviert rechts dann neben dem Abo-Button auf jeden Fall die Glocke. Jedenfalls habe ich in dem heutigen Video wieder richtig coole, neue, geile Skins dabei, die ich gefunden habe, und ich werde euch dazu auch die Seite sagen, wo ihr wirklich immer alle neuen Skins sehen könnt, oder ihr guckt halt eben bei den Buddies auf Twitter, aber da viele auch kein Twitter haben, gibt es heute einfach mal das Video über die neuen Skins. Zuallererst würde ich sagen, lese ich aber mal drei Kommentare vor, denn heute haben wir auch einen Kommentar dabei, was in meinen Augen sehr interessant ist. Aber vorher muss ich nochmal sagen, Leute, morgen oder heute Abend, ich muss mal schauen, aber eigentlich morgen um 6 Uhr früh gibt es eine XXL-Verlosung. Ihr könnt mega coole Sachen gewinnen in dem Video. Ich werde euch die Sachen da vorstellen und da werdet ihr dann auch wissen, wie ihr gewinnen könnt und alles. Deswegen schaut auf jeden Fall in das Video rein. Da sind wirklich, es sind für jeden PlayStation-PC-Spieler, es ist für jeden was dabei. Schaut das Video auf jeden Fall an und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem ersten Kommentar von den dreien. Das erste Kommentar ist von Fortnite LOL und er schreibt coole Videos. Hashtag Glocke aktiv, Hashtag bester. Dankeschön auf jeden Fall, lieber Fortnite LOL. Das zweite Kommentar ist von Siko8990. Digga, ziemlich spät für diese News. Jegliche YouTuber haben es das bereits gepostet. Habe dich wirklich gefeiert, jedoch seit du die 100k Abos hast, hast du extrem stark nachgelassen und nicht mehr wirklich guter Content. Yo, Siko, ich kann dir da auf jeden Fall nur recht geben. Ich habe seit den 100k nachgelassen. Es liegt allerdings nicht daran, dass ich die 100.000 erreicht habe. Es liegt ja daran, dass es einfach, ja, dass der Sommer momentan jetzt extrem stark ist und der auch sehr, sehr gut dieses Jahr ist in meinen Augen und ich sehr, sehr viel draußen bin. Aber ab nächster Woche, Leute, geht es ganz normal weiter mit stündigen Streams, viel, viel mehr Videos und ganz, ganz viel anderes. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich gehe auch auf Kritik ein, Leute. Schreibt mir gerne Kritik auch in die Kommentare, wenn ihr was zu bemängeln habt. Jetzt würde ich sagen, kommen wir aber zum dritten und letzten Kommentar für heute und das ist von Sweetie und er schreibt einfach geiles Video XD. Danke für eure drei Kommentare wieder. Wenn ihr wollt, dass ich das Ganze wieder ans Ende des Videos packe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, dann packe ich das wieder mal ans Ende. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Skins, die neu rauskommen werden. Okay, Leute, ich bin jetzt hier auf der Seite Fortnite Intel und zwar ist es eine Seite, wo ihr generell immer alle News und sowas über Fortnite sehen könnt. Da holen sich auch ganz, ganz viele YouTuber ihre News, weil das einfach eine News-Seite ist. Deswegen, wenn ihr da irgendwie immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann schaut da gerne mal vorbei. Jedenfalls hat hier der Kyle was gepostet, ja, denn es kommen wieder neue Sachen und ich würde sagen, wir gehen einfach von oben nach unten runter. Ich zeige euch das jetzt einfach so, ohne dass ich das Ganze einblende. Ich find das auch ganz cool. Schreibt gerne rein, wie ihr das findet. Jedenfalls haben wir als allererstes ein, ich weiß nicht, ob das so eine 8 ist von so einer Billard-Ding. Und was das ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das so, keine Ahnung, irgendwie so ein Papier oder so. Was da drum ist, dann noch so eine Goldkette. Ansonsten sieht das aus wie so zwei Zähne. Und ja, einfach wie so ein Hammer irgendwie so ein bisschen. Wie so ein Fuß, der hier rausgedingens ist. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist die erste Spitzhacke und zwar nennt sich die Clutch Axe. Und die wird halt eben selten einfach nur sein. Bedeutet, die wird 800 V-Bucks kosten. Daneben haben wir eine weitere Pickaxe und zwar die Harpoon Axe. Die wird auch selten sein und für 800 V-Bucks erhältlich sein. Und die ist halt eben wie eine Harpune aufgebaut, auch hier mit so Flaschen dran und hier so ein, wie bei einer Waffe, das ihr wisst, was ich meine, glaube ich, Schulterschutz oder so, wie man das auch nennt, mir fällt es gerade nicht ein, Holster oder so, keine Ahnung. Jedenfalls eine Harpune halt eben vorne, finde ich gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir noch ein Reflex, Zielenfernrohr
Und ja, finde ich ganz geil. Sieht cool aus, ist, glaube ich, eine Empfehlung wert. Was sagt ihr zu den Sachen generell? Bitte auch immer eure Kommentare reinschreiben, Leute. Denn wie gesagt, ich lese auch im nächsten Video wieder 3 Kommentare vor. Und wenn ihr mir einfach schreibt, ja, wie ihr die Skins fandet, dann lese ich das mal im nächsten Video vor. Als nächstes haben wir hier unten 2 Skins, und zwar den Santan Specialist. Und zwar wird der episch sein. Das ist dieser Sunny Boy hier, Leute. Ja, also hat so eine rote Hose, sieht einfach aus wie so ein, ja, wie so ein typischer Strandtyp, halt eben blonde Haare, Muskeln, und ja, hat halt hier so eine Pfeife, ist wahrscheinlich so ein bisschen Rettungsschwimmer mäßig, hat so eine grüne Uhr oder ein grünes Bändchen, dazu eine frische Sonnenbrille natürlich, weißes Tanktop und hier so ein Seil. Also ich glaube, er soll ein Rettungsschwimmer sein, obwohl hier ist die Uhr, dann ist das bestimmt irgendwas anderes. Jedenfalls hat er da noch eine Bauchtasche, eine rote. Der nächste Skin rechts daneben ist der Maverick Skin, und der wird auch episch sein. Die epischen Skins sind immer für 1500 V-Bucks erhältlich, also 15 Euro. Und ja, der wird auch bald in den Shop kommen. Der sieht einfach wie so ein Standardtyp aus. Viele tragen ja einfach so ein Hoodie ganz gechillt, ein bisschen die Haare gestylt und eben dazu dann einfach eine Jeans. Und der hat halt in dem Fall einen schwarzen Hoodie an, eine blaue Jeans und eine orangene Bomberjacke. Dazu so ein kleines Bärtchen und halt eben fresh die Haare gestylt und an den Seiten natürlich rasiert, Leute. Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wer von euch hat denn die Haare genauso an den Seiten abrasiert und einfach schön oben irgendwie fresh gestylt. Ja, und das ist halt oft ein Outfit, was oft getragen wird, sehe ich echt oft in der Stadt. Einfach ein Hoodie an, Bomberjacke drüber, irgendeine Jeans, irgendwelche Schuhe. Ja, finde ich, sieht aber auch gar nicht so scheiße aus, der Skin, aber ist halt für 1500 V-Bucks schon teuer. Ich weiß nicht, ob ich mir den holen würde. Ich persönlich glaube einfach, dass ich mir den Rettungsschwimmer eher holen würde, weil er für mich einfach stylischer aussieht und cooler. Was sagt ihr, Leute? Würdet ihr euch den holen? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Wir scrollen jetzt mal ein bisschen runter und hier sehen wir schon, Leute, hier haben wir die nächsten Skins, und zwar den Shade und den Reef Ranger. Der Shade ist ein Mädel, auch was einfach einen Pulli anhat, eine Mädel-Bomberjacke, dann so eine, so 2 Handschuhe mit so, ich weiß nicht, so Pins dran, auch so ein Gürtel und halt auch eben eine ganz normale Hose. Sieht eigentlich genauso aus wie der Maverick, nur halt eben als, ja, Mädel-Variante. Und dazu halt so pinke Haare, vielleicht ein bisschen leicht ins Lilane, ganz, ganz leicht, aber auch nur. Und sieht ganz okay aus, ist absolut nicht mein Fall. Würde ich mir auf gar keinen Fall holen, vor allem für 15 Euro, 1500 V-Bucks, finde ich zu übertrieben. Rechts daneben haben wir, wie gesagt, den Reef Ranger, auch in episch. Und das ist eine Taucherin, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Hat halt eben hier eine richtig fette Maske auf, was schon geil aussieht. Oben so ein bisschen, die Haare sind so ein bisschen abrasiert an den Seiten. Dazu halt ein schicker Anzug hier mit Gelb. Und ja, Handschuhen an. Sieht ganz cool aus, finde ich. Dazu erhalten wir natürlich dann auch bestimmt diese Spitzhacke hier oben, die Harpoon-Axe. Würde einfach nur passen. Finde ich ganz okay. Darunter haben wir den Rag Raider und den Archetype. So, diese Skins sind natürlich, der Rag Raider ist natürlich wie die, einfach nur die männliche Variante von dem Reef Ranger. Allerdings ein bisschen in Blau gehalten und nicht in Gelb. Hat auch die Maske in Silber und nicht in Schwarz. Was ich eigentlich ganz cool finde. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich mir den holen würde. Wie gesagt, die Skins kosten alle hier gerade so verdammt viel. 1500 V-Bucks, wenn man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, ob mir die Skins das wert sind. Diese Taucher-Skins, ich weiß ja nicht. Dazu bekommt man natürlich auch hier wieder die Harpoon-Eggs. Also ja, wer das drauf steht, auf diese ganzen Taucher, der kann sich die auf jeden Fall holen. Ich persönlich stehe da nicht drauf. Jetzt kommen wir zum Archetype, der auch episch ist und der ähnelt, muss ich sagen, sehr dem Blockbuster-Skin. Der hat halt auch wirklich dieses Gesicht so wie von dem Blockbuster-Skin. Ist grünlich-grau, schwarz gehalten, ist so ein bisschen im Kämpfermodus und ja, ist jetzt auch nicht so mein Fall. Ich finde die Skins alle so ein bisschen überteuert, so 1500. Ich finde, manche davon sind einfach nur selten. Für 1200 V-Bucks sollte man die verkaufen. Teilweise finde ich einfach 1500 V-Bucks ist viel zu teuer. Kommen wir zu den nächsten Sachen. Darunter haben wir den Servo. Und da haben wir natürlich auch, der Servo ist natürlich der Gleiter von dem Archetype direkt hier drüber. Ja, sieht okay aus. Sieht aus wie so ein Raumschiff leicht. Rechts daneben haben wir den Laser Chomp. Und der sieht extrem cool aus. Den erhält man zu den Tauchern dazu. Und der ist sogar legendary. Also 20 Euro einfach mal. Ist schon extrem viel. Hat aber halt so einen Laser oben drauf. Und ist an sich
so ein High. Das finde ich schon extrem krass, wie das Ganze dann genau umgesetzt wird mit dem Laser. Sehen wir dann aber erst, wenn das Ganze ins Spiel kommt. Darunter haben wir dann den Birthday Cake, der auch episch sein wird, und den Ballistic, ja, Rucksack. Der Ballistic Rucksack, ich weiß nicht, wozu der gehören soll, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne mal unten rein. Obwohl, der kann eigentlich nur zu dem Shade-Skin gehören. Ja, zu 100% gehört er zum Shade-Skin. Ja, Leute, also ist okay jetzt. Finde ich auch nicht so geil. Den Rucksack, den hier finde ich dann schon ein bisschen geiler. Da wird ja ein Party-Skin kommen übrigens. Wer es nicht wusste, heute kommt Spielwiese wieder. Falls ihr das jetzt noch nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. Und es wird auch, Fortnite feiert momentan einjähriges Jubiläum. Hinzu haben wir hier unten weitere neue Rucksäcke, und zwar den Paradigm in Episch und den Bad Attitude. Ja, sieht ganz cool aus. Der eine hier mit dem Baseballschläger, der andere gehört sehr wahrscheinlich zum Archetype. Hat so Magazine hier an der Seite. Aber den anderen mit dem Baseballschläger finde ich da doch etwas cooler. Und ich glaube, der gehört zum Maverick. Dann haben wir hier den Diving Tank in Episch und den Air Tank. Und die gehören natürlich, der gelbe gehört sehr wahrscheinlich zum Reef Ranger. Und der blaue Tank gehört zum Rack Rider. Ja, sieht ganz cool aus. So Flaschen sind, glaube ich, ganz stylisch. Aber die werden sehr, sehr schwer zu kombinieren sein. Darunter haben wir dann richtig coole Sachen. Und zwar den Rescue Ring. Ja, der richtig cool aussieht. So ein Rettungsring. Und Rescue Paddle, ja, in Rare. Also bedeutet, wir werden für den epischen, ja gut, der Rucksack ist sowieso episch. Den müssen wir einfach nur den Skin dann kaufen. Der wird dann halt zu dem Suntan dazugehören. Und dann das Rescue Paddle wird dann auch dazugehören. Finde ich extrem geil. Werde ich mir wahrscheinlich beides holen. Die Pickaxe und den Skin, weil ich die einfach extrem feiere. Also das sind wirklich, das ist mein Lieblingsskin bisher aus diesem Pack, was wir hier neu bekommen. Darunter haben wir natürlich auch wieder eine neue Spitzhacke, und zwar den Caliper. Und ja, was der sein wird, ist unklar. Generell ist auch, obwohl, nee, der gehört wahrscheinlich, der wird schon Archetype wird er gehören, zum Archetype. Oder er wird bestimmt anders ausgesprochen. Darunter haben wir natürlich auch noch ein paar Tänze. Einmal den Fingerwag und den Hand Signals, ja. Also da sind halt einfach nur Bilder, damit ihr so ein bisschen seht, wie das aussieht. Und da drunter haben wir Living Large und Intensity. Ja, also ist okay, finde ich jetzt aber nicht so krass. Ja, sind halt einfach nur Fortnite-Tänze. Das waren auch schon alle neuen Sachen, die uns erwarten werden jetzt in der nächsten Zeit in Season 5. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, dann droppt doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal kostenlos, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sehen uns aber sonst morgen im Gewinnspiel-Video. Schaut auf jeden Fall vorbei, Leute. Ganz, ganz wichtig. Aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar. Was sagt ihr zu den Skins? Welche werdet ihr euch holen? Zu welchen sagt ihr, die sind absolut shit? Welche sind top? Welche sind flop, Leute? Wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Bis dann, Chibio. Ciao, meine Freunde.